Als Gamer wollen wir immer neue Herausforderungen finden, den nächsten Kick, der uns ans Limit bringt, der uns beeindruckt und uns vor dem Alltag retten kann. Aber viele gute und fesselnde Spiele gehen unter in der Ansammlung von Trends und schlechten Spielen, die heutzutage rausgepresst werden. Klassiker geraten ins Vergessen und deswegen bringe ich euch diese Kategorie, denn das müsst ihr gespielt haben. Seven weeks have passed since we set sail from Enroth. Slaves freed from our skirmishes with Regnan fleets talk of the turmoil in Arathia. Ich lüge euch nicht an, überspitze es oder mach sonst irgendwas, wenn ich euch sage, dass ich gerade Schauer der Ehrfurcht habe, wenn ich hier in diese Kategorie und auf meinem Kanal Heroes of Might and Magic in der Kategorie Das müsst ihr gespielt haben, präsentiere. Denn dieses Spiel ist der absolute Klassiker von 1999 und die meisten werden ihn kennen. Warum also mache ich mir überhaupt die Mühe? Weil ich will, dass die Leute heute nochmal daran denken, hey, da war doch ein Spiel. Oder Moment mal, das Spiel kenne ich vielleicht noch gar nicht, weil es ist mittlerweile 25 Jahre alt. Aber es ist eines der besten Strategiespiele, die es jemals geben wird. Vielleicht sogar das beste Strategiespiel, bestimmt für einige Leute da draußen. Zunächst mal möchte ich einen Disclaimer sagen, bevor ich überhaupt anfange, für wen das eigentlich geeignet ist. Denn natürlich rede ich nicht von der HD Edition, die herausgekommen ist. Bitte kauft euch das Spiel nicht in der HD Edition. Holt euch den HD Patch und holt euch, und das werde ich hier vor allen Dingen besprechen, den Mod Horn of the Abyss. Denn damit habe ich das Spiel gespielt. Und wer das noch nicht kennt, wird auch auf jeden Fall darauf gestoßen werden. Denn da ist ganz viel neuer Inhalt drin, der das Spiel nochmal modernisiert und gerade fürs Publikum nochmal wesentlich beeindruckender darstellt. Ich bin trotzdem so frech und nimm den Trailer von der HD Edition, schneid aber Ubisoft heraus, sonst muss ich, glaube ich, muss zumindest mal räuspern oder sowas. Naja, für wen ist es? Es ist ein Rundenstrategiespiel, wo man pro Woche Einheiten generiert, wo man x verschiedene Fraktionen, ich glaube 10 mit Horn of the Beast sind 11 Fraktionen habt, in denen ihr alle möglichen Monster begegnet, in denen ihr übertrieben lächerliche Strategien verfolgen könnt, indem ihr zu Übermenschen, zu Übermonstern werden könnt und eure Gegner zerquetschen könnt. Dabei ist das Limit, wie ihr euch herausfordern wollt, einfach kaum gegeben. Ihr könnt euch in alle möglichen Challenges oder sonst was ergehen und ein Erlebnis haben, wenn ihr über diese natürlich sehr gealterte Grafik hinwegsehen könnt, dass ihr noch nie in einem runden Strategiespiel habt. Und selbst wenn ihr nur die Kampagnen spielt, die schon absolut genial und teilweise auch, wenn man nicht im Spiel drin ist, sehr fordernd sind. Und wenn euch das noch nicht an Besonderheiten genügt, gehen wir uns zu unserer nächsten Kategorie. Die Besonderheiten, die das Spiel so einzigartig und zu einem Das müsst ihr gespielt haben, machten. Ja, erstens habe ich ja gerade schon erwähnt, eine riesige Kampagne, das ist ja mittlerweile tatsächlich schon ein Alleinstellungsmerkmal geworden, leider Gottes. Diese Kampagne ist riesig, da könnt ihr schon Stunden über Stunden über Stunden reinfassen. Es gibt natürlich Zufallskarten, die generiert werden, also das ist auch nichts Besonderes. Eigentlich haben wir alles hier drin, was ihr jemals beim Rundenstrategiespiel bei neuen gesehen habt, nur eben ist das die Basic dafür gewesen. Dieses Spiel war absolut top-notch in seiner Qualität. Die Erkundung, die ich oft bei zum Beispiel Age of Wonders 4 ankreide oder anderen Spielen, ist hier einfach legendär. Denn diese Qualität, die es hier findet, was man alles für Ruinen finden kann, wie man min-maxen kann, ist einfach unübertroffen. Das Rollenspiel ist auch überhaupt nicht zu vernachlässigen. Eure Helden können so gut ausgerüstet und gelevelt werden, dass man sie zu absoluten Biestern machen kann, wodurch das Spiel nochmal ganz andere Sphären, gerade auf hohen Schwierigkeitsstufen, erreicht. Es gibt hier in diesem Spiel sehr wenig, wo man sagen kann, das fehlt mir noch, was natürlich auch an den mehreren Erweiterungen liegt und eben dem Mod, den ich euch vorstellen will, der tatsächlich, wie ich gerade in meiner Recherche festgestellt habe, eine weitere Fraktion erst vor einigen Wochen freigeschaltet hat. Ihr seht also auch, dieser Mod wird noch immer produziert und verbessert. Damit haben wir ein abgerundetes, tolles Erlebnis in diesem Spiel. Ja, nachdem wir ein bisschen diese tolle, nostalgische Musik genießen konnten, sind wir hier im neuen Hauptmenü, denn hier seht ihr schon den Mod angegeben. Das Menü ist also etwas verändert worden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch ein neues Spiel drückt und diesen Mod installiert habt, werdet ihr erstmal nur diese Kampagne sehen können. Ihr könnt aber jederzeit auch das normale, ungemoddete Spiel starten, beziehungsweise auch mit den Erweiterungen oder den, ich sag mal, Quality of Life Changes, die es von diesem Mod gibt.
könnt ihr auch die anderen Kampagnen natürlich alle spielen. Hier ist halt jetzt nur Horn of the Abyss angegeben. Das sind auch nochmal 4 Kampagnen, wie ihr sehen könnt, die man sich durchaus mal antun kann. Aber darum soll es erstmal nicht gehen. Es geht vor allen Dingen darum, ja, was ist das oder wie funktioniert das Spiel eigentlich? Geht dann immer auf ein Single Scenario und ihr seht dann eben sehr altes Menü natürlich, ganz klar. Ein bisschen kompliziert vielleicht auch für die ersten Leute, die hineinkommen. Was schon mal auffällt, was das auch schon wieder, ja, eigentlich schon besonders wieder macht, auch wenn es zur Spielvorstellung gehört, habt ihr durch diesen Mod jetzt ganz viele Archetypen, also Templates. Das ist, da kann man schon ein eigenes Studium drüber machen, aber ihr könnt halt verschiedene Templates errichten. Zum Beispiel, dass ein Spieler mit 3 neutralen Zonen vom anderen Spieler getrennt ist oder mit einer neutralen Zone oder gar nicht voneinander getrennt ist und so weiter und so fort. Also ihr könnt tatsächlich durch den Mod hier alle möglichen Setups machen, die oder worauf ihr Lust habt. Es gibt so Klassiker, die Pros spielen, wie Jeebus Cross, aber es gibt da auch ganz viele andere und ich habe mir natürlich auch selber irgendwelche zusammengebastelt. Ansonsten wählt ihr natürlich eure Spielzahl aus, oben die Größe der Karte, ihr könnt riesige Karten erstellen, könnt hier die Straßen auswählen und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt Selbstverständlichkeit. Wichtig ist, wenn ihr jetzt hier drauf seid, geht immer auf Show Advanced Options für die Leute, die es noch nie gespielt haben. Hier könnt ihr eure Schwierigkeit einstellen. Die Schwierigkeitsstufen gehen von 80% bis 200%. Ich kann jetzt nur einmal 200% erklären. Das zeigt einfach an, ich habe keine Ressourcen am Anfang, sehr schwache Armee, geringes Wachstum und die Gegner haben einen gewissen Vorteil. Sodass ihr halt wirklich eine maximale Herausforderung habt, sodass ihr schauen müsst, dass ihr in den ersten Wochen möglichst effizient eure Einheitenproduktion am Laufen kriegt. Während halt es einfach natürlich ein relativ simples Spiel gibt. Ihr habt gute Ressourcen, könnt euch relativ entspannt aufbauen. Ja, dann fällt natürlich auf, es ist alles auf Englisch. Den Mod gibt es natürlich nur auf Englisch, ist aber nicht weiter schlimm. Ich glaube, man kann eigentlich alles verstehen. Das ist auch ein sehr schönes Interface, wie wir nachher im Spiel sehen werden. Was ich hier einmal zeigen will, sind einfach die Städte. Ich gehe die jetzt nicht komplett durch, das würde einfach viel zu weit führen. Es gibt halt hier alles von Rittern über Zentauren und so weiter und so fort. Ganz klassische Fantasy-Rassen, die es hier gibt. Dungeon, Dämonen, Magier und so weiter und so fort. Wichtig ist mir an sich nur, sind diese beiden hier, Cove. Das wäre nämlich das, was durch den Mod Horn of the Abyss dazugekommen ist. Piratenstadt und einmal so eine Factory, also Fabrikstadt, wo viel um Roboter geht und so weiter. Aber der Factory weiß ich selber nicht genau, was da jetzt Vor- und Nachteile sind, ist aber auch nicht weiter wichtig. Ich kann nur sagen, sobald ich dieses Video aufgenommen habe, werde ich auf jeden Fall eine Runde damit zocken, denn die ist ja relativ neu, ist herausgekommen. Finde ich super, dass da auch noch immer weiterentwickelt wird. Und vielleicht als letztes hier kann man auch verschiedene Szenarien haben. Ihr seht, da sind auch nochmal, also schon von Originalspiel, diese alle hier. Ich gehe jetzt natürlich nicht durch. Und dann kommen dann durch dieses Horn immer angezeigt, durch den Mod, auch nochmal ein paar Szenarien dazu, was ihr habt, auf jeden Fall reichlich Spielspaß hier zu finden. Ja, und da sind wir im Spiel. Ihr seht, natürlich eine sehr alte Grafik, 25 Jahre, liegt aber in Ordnung, gerade durch den HD-Patch nochmal, also diesen kostenfreien Patch, den man kriegen kann. Ihr kauft euch einfach bei GOG und dann haut ihr den Patch drauf und könnt dann auch den Mod drauf fahren. Das ist dann wesentlich günstiger und effizienter, weil das mit der HD-Version manchmal etwas problematisch ist. Und dann haben wir unser Interface hier. Wir haben unsere Heldin angegeben, wir können diese ganzen Helden haben. Wir haben hier rechts unsere Städte abgegeben, sehr sauber, wie ich finde, das UI. Also dafür, dass es 25 Jahre alt ist, wirklich optimal. Hier unten sehen wir unsere Einheiten, die gerade vorhanden sind. Wir können die hier zusammenfügen. Wir können die auch mit verschiedenen Kombinationen, zum Beispiel mit Shift-Click, auseinanderdröseln. Das ist wichtig für erweiterte Strategien, gehe ich aber jetzt nicht wirklich in diesem Video drauf ein. Und dann könnt ihr immer eure Einheit ansehen. Ihr seht immer hier, was für Skills sie haben, wie viel Leben die haben, wie schnell die sind, das heißt, wie schnell die rankommen und wie weit sie bewegen können, wie viel Schaden sie pro Einheit natürlich jeweils machen. Und dann seht ihr, es kann sich teleportieren, ist immun gegen Eis. Das kann man, glaube ich, auch mit schlechten Englischkenntnissen recht gut erkennen. Und so sieht man es hier genauso. Ihr seht jetzt schon auf der Karte einige Sachen. Erstmal, die Geländer an sind essentiell. So ein Sumpf ist zum Beispiel sehr schwer zu manövrieren. Auf der Straße bewegt euch natürlich deutlich schneller. Ihr habt hier schon die ersten jeweiligen Pickups oder halt Besuchssachen, Locations. Und hier habt ihr zum Beispiel einen Garden of Revelation. Das hier kriege ich einmal ein Knowledge dazu. Der ist auch dauerhaft, der Bonus hier. Das ist ganz wichtig. Also eure Helden werden nicht einfach nur einen Tag gebufft oder sowas. Das gibt es auch ein bisschen. Aber solche Sachen wie dieses hier sind natürlich essentiell, weil dann kriegt ihr jetzt einfach einmal Wissen dazu und habt dauerhaft Mana dazu. Machen wir hier mit einem Wolf Raider Picket. Das ist so ein besuchbarer Ort, wo man immer einen Kampf erwartet. Wenn man den geplündert hat, kriegt man Belohnung von Gegenständen, Ressourcen und so weiter. Das ist natürlich eine ganz coole Sache. Da muss man aber auch aufpassen. Diese Wölfe, das sind immer die gleichen Goblin-Wolfreiter. Die sind auch durchaus anspruchsvoll. Da muss man immer schauen, wie viel ist da drin. Da haben wir zum Beispiel auch schon eine Neuerung beim Mod. Denn das Originalspiel würde einem nicht anzeigen, wie viele Einheiten da so drin sind. Man würde auch hier nicht sehen, wie viele das sind. Da stand dann einfach nur
Lots of Mummies. Hier sieht man 20 bis 49. Das ist für neue Spieler, finde ich, essentiell, dass man einfach direkt sehen kann, okay, das ist so und so viel. Man darf nicht genaue Anzahl wissen, dafür muss man einen Skill freischalten, aber man kann ja immer sehen, okay, mit was muss ich rechnen. Ich kann schon mal sagen, die würde man jetzt nicht mit meiner Armee schaffen, nicht mal ansatzweise. Das heißt, da müsst ihr euch ein bisschen Gefühl für finden, aber das ist gerade das Spannende an Spiel. Die Erkundung zählt auch dazu, dass man erkennt, okay, welches Monster ist sehr stark, wo kann ich gut gegen vorgehen, welche brauche ich mehr Einheiten, wo brauche ich andere Strategien und so weiter und so fort. Natürlich ist generell in solchen Spielen, das ist ja wie bei auch bei neuen Spielen, Range-Einheiten sind natürlich vor allem am Anfang sehr im Vorteil. Aber so Truhen, die sind ganz oft, da könnt ihr auswählen Geld oder Erfahrung. Erfahrung, dann levelt ihr euren Helden ab, könnt eure Skills verbessern, ganz klar. Oder könnt euch Geld wählen. Ja, und dann geht es halt die Wichtigste in diese Stadt hinein. In der Stadt seht ihr immer ein wunderschönes Menü, auch mit toller Musik untermal, auch mit denen, die vom Add-on dazugekommen sind oder vom Mod dazugekommen sind. Ihr seht, also wenn ihr das nicht wüsstet von mir, glaube ich, würdet ihr keinen Unterschied sehen, ob das vom Originalspiel ist oder vom Mod. Die haben sich da verdammt viel Mühe gegeben und deswegen finde ich, sollte so ein Showcase auch einfach mal sein und zeigt nochmal, wie dieses Spiel halt auch in der Community geliebt wird, auch bis heute hin. Und dann habt ihr immer das gleiche Prinzip. Ihr könnt hier immer sehen, okay, welche Einheiten kann ich alle rekrutieren? Die könnt ihr euch alle anschauen dann. Ihr könnt sehen, was sie so haben, wie viel Angriff und so weiter. Und es geht immer von den schwächsten Einheiten unten zur größten oder stärksten Einheit. Gehen wir jetzt nicht einzeln durch. Ihr habt Nahkämpfer, Fernkämpfer, Magier, fliegende Einheiten, schnelle Einheiten, langsame Einheiten, Tanks und so weiter und so fort. Ne? Das könnt ihr euch immer ansehen. Und wenn ihr was bauen wollt, geht ihr auf das Hauptgebäude. Alle die Gebäude, die ihr gebaut habt, werden auch direkt angezeigt und werden auch immer schön visualisiert. Hier zum Beispiel wäre das Piratennest für diese Crewmates, das ist eine der schwächsten Einheiten. Hier habe ich die Taverne, wo ich neue Helden anheuern kann, was sehr wichtig ist. Und hier habe ich halt mein Haupthaus. Ich glaube, hier hinten ist noch die Nymphenquelle, dieser Wasserfall. Also alles sehr schön animiert, wenn ihr mal bedenkt, 25 Jahre zurück. Wenn ich an heutige Spiele teilweise denke, dann kriege ich ein blankes Symbolmenü und das war's. Und das hier ist noch gemoddet, denkt dran. Das heißt, das ist auch nochmal von Leuten, die das freiwillig machen, hinzugefügt worden. Dann klicke ich hier drauf und kann diese ganzen Gebäude bauen. Unten die Gebäude sind immer für die Einheiten. Und oben die Gebäude sind sowas wie Forschung, also für Zaubersprüche kriegt man hier, wenn man das baut. Hier kann man Ressourcen handeln. Dann gibt es so, steht auch immer alles drunter. Hier zum Beispiel kriegt man mehr von diesen Crewmates, also von diesen Matrosen und so weiter. Und so was könnte ich alles durch, auch mit Basic-Englisch-Kenntnissen kann man das sehen. Und das Prinzip, wie man halt baut, könnt ihr Town Hall bauen, dafür kriegt ihr mehr Geld pro Tag. Hierdurch kriegt ihr mehr Wachstum. Und ja, was ist Wachstum eigentlich? Wie Leute jetzt gar nicht wissen, das ist natürlich etwas, ihr kriegt jede Woche, also jeder Tag wird hier in einer Woche angezeigt. Hier unten seht ihr es. Erste Woche, erster Monat, erster Tag. Und jede Woche wird aus eurem Pool hier, das könnt ihr euch auch mal anschauen, hier hinten, werdet ihr immer sehen, okay, wie viele werden denn da jetzt dazukommen? Und pro Woche kriegt ihr nur diese Anzahl. Ihr seht da unten Growth, das heißt 16 pro Woche, hier 9 pro Woche und dann geht es so weiter. Und da merkt man schon die erste strategische Hürde und das wirklich auch sehr fordernd dabei. Je mehr ihr verliert, desto weniger werdet ihr übrig haben. Es gibt keine Variation, ihr kriegt nicht in der Woche irgendwie Einheiten von eurer Stadt, meine ich jetzt, dazu. Das heißt, ihr müsst versuchen, eure Einheiten zu konservieren im strategischen Kampf. Ihr müsst schauen, dass ihr da wirklich strategisch vorgeht und minimale Verluste hinnehmt und nicht zu viele Verluste hinnehmt. Denn nur das, was ihr hier stehen habt, könnt ihr wie gesagt auch ein bisschen buffen, das kriegt ihr pro Woche. Das war's. Und wichtig ist auch in der ersten Woche, jetzt zum Beispiel auf dem hohen Schwierigkeitsstufe, dann kann ich zum Beispiel Piraten ja noch gar nicht bauen. Da muss ich gucken, dass ich die Ressourcen in irgendeiner Weise, und das ist auch sehr spannend beim Spiel, die Ressourcen sind nämlich immer sehr variabel, wobei das relativ einfach ist jetzt hier. Gehen wir zum Nest. Hier zum Beispiel baue ich schon Edelsteine und Kristalle. Und um die zu kriegen, muss ich jetzt natürlich über die Map fegen, weil ich habe gar kein Geld, ich habe keine Ressourcen auf der höheren Schwierigkeitsstufe. Den niedrigen habt ihr ein bisschen was davon. Ihr werdet trotzdem nicht in der ersten Woche irgendwie alles bauen können. Das soll auch nicht so sein. Aber ihr müsst halt gucken, dass ihr viel erkundet. Ihr werdet gezwungen dazu zu erkunden, in die Welt hinauszuziehen, Risiken einzugehen, Kämpfe zu kämpfen und dabei hoffentlich möglichst effizient zu sein, damit ihr in der ersten Woche möglichst viele Einheiten freischaltet. Weil nur freigeschaltete Einheiten geben euch die Growth. Ihr kriegt das nicht irgendwie nachbezahlt oder im Nachhinein zurück. Ihr müsst die Einheiten dann schon freigeschaltet haben. Und das ist so das große Spielprinzip bei Heroes of Might and Magic. Kann einen auch manchmal abschrecken, weil man natürlich konstant hinterher sein muss, das zu bauen. Aber das ist eigentlich die Herausforderung, die man hat. Dass man guckt, okay, wie kann ich effizient das möglichst zum Beispiel Sea Witches noch freischalten, bevor die Woche zu Ende ist. Was kann ich in der Woche noch leisten? Welche Gebäude möchte ich erreichen? Wo kriege ich das Gold dafür her? Wo kriege ich die Ressourcen dafür her? Welchen Kampf gehe ich dafür ein? Und das ist so die große Grundlage dieses Spiels. Letztes kann man noch sagen, man kann auch jede Einheit einmal upgraden.
Es gibt auch Mods, wo man zweimal upgraden kann, aber auf die gehen wir jetzt nicht ein. Aber ihr könntet jetzt zum Beispiel die Matrosen zum Seemann machen. Dadurch werden die HP höher werden, neue Fähigkeiten können auch erlangt werden. Es ist immer gewollt, dass man upgradet. Es ist halt wieder auch dabei die strategische Idee, grade ich jetzt erstmal ab, also baue ich es erstmal aus, kriege neue Fähigkeiten, nützt mir das jetzt gerade was, brauche ich gerade mehr HP, brauche ich eine Spezialfähigkeit oder baue ich zum Beispiel lieber jetzt die Fregatte, um die Piraten freizuschalten oder das Nest, um diese Vögelchen freizuschalten oder die Sea Witches. Weil auch das ist natürlich ein Problem, die Upgrades erhöhen nicht die Zahl pro Woche von diesen Einheiten. Das heißt, ihr habt noch immer die gleiche Anzahl, nur eben aufgewertet und ihr könnt auch die alten Einheiten aufwerten. Ihr werdet aber nicht eben die neuen Einheiten bekommen. Die kriegt ihr nur, wenn ihr wirklich das jetzt einmal baut und die Anforderungen zum Beispiel wie hier auch erfüllt habt. Deswegen muss man dann mal abwägen, was ist jetzt gerade die Priorität. Auch weiterhin da eine strategische Tiefe, die man hat. Ja, und für die ganz neuen, man kann nur ein Gebäude pro Tag bauen, bevor ich das jetzt vergesse. Das heißt, in der Woche könnt ihr 7 Gebäude bauen, im Bestfall. Ich habe jetzt einfach mal ein zufälliges Safe gewählt, um hier mal zu zeigen, wie sieht es aus, wenn ich ein bisschen vorangeschritten bin. Also erstmal sehen wir ganz, ganz viel auf der Karte. Ganz, ganz, ganz viele Sachen, die einen irgendwie was bieten, wo man hingehen kann, wo man sich versuchen kann und da irgendwas zu erlangen. Ihr seht aber auch vor allem den ersten wichtigen Fakt bei der Erkundung. Jedes bisschen, was ihr aufdeckt an Karte, ist eine super Sache, denn es gibt keinen Fog of War. Das heißt, ihr habt keinerlei Sichtbehinderung mehr, sobald ihr das aufgedeckt habt. Das heißt, alles, was ihr hier sehen könnt, ist für immer aufgedeckt. Und das macht natürlich auch das Spielprinzip wieder Erkunde so viel wie möglich und so viel wie möglich sehr besonders. Wir sind jetzt hier weiter vorangeschritten. Wir können ganz viele verschiedene Sachen sehen. Ich will jetzt nicht auf alle eingehen. Es gibt halt Ressourcensachen, dass ihr halt die Ressourcen sammeln könnt, essentiell zu besorgen, weil die geben euch pro Tag jetzt hier zum Beispiel Holz. Dann können es aber auch die ganzen anderen Ressourcen sein. Ihr seht, es gibt hier Quecksilberstein, Schwefelkristalle und Edelsteine. Und natürlich Gold. Und Gold kriegt ihr jeden Tag in einer gewissen Rate. Und dann seht ihr halt ganz viele Gegenstände, die auch rumliegen. Da gehen wir am letzten Punkt nochmal ein. Die wollt ihr euch nämlich irgendwo schnappen, um eure Helden ständig und konstant zu verbessern. Hier sind weiterhin solche besuchbaren Orte, wo man Kämpfe austragen kann. Es gibt Orte, wo ich halt wieder die Attribute erhöhen kann. Es gibt sowas wie das Dragon Utopia hier. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Kämpft man gegen ganz viele Drachen, kriegt ganz besondere Gegenstände. Und ihr seht ganz viel, was man hier tun kann. Wie gesagt, ich kann nicht auf alles drauf eingehen. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Was ich halt sagen kann, ist zum Beispiel sowas wie dieses hier, Empire. Da könnt ihr Einheiten rekrutieren. Hier wären es jetzt zum Beispiel Phönix oder Phönixes. Das ist schon ziemlich stark, 3 von diesen Dingern zu haben. Da kann es sich so manchmal lohnen, einen frühen Kampf zu wählen, vielleicht ein paar schwächere Einheiten auszugeben, um dann eben Phönixes rekrutieren zu können. Das sind also neutrale Behausungen, die einen nochmal ermöglichen, mehr Einheiten zu rekrutieren. Manche von diesen Gebäuden könnt ihr auch jede Woche besuchen, wie zum Beispiel die Wassermühle, den Gnom und so weiter. Das heißt, es lohnt sich auch, wenn man weiter im Spiel vorangeschritten ist oder es besser versteht, immer wieder Helden abzustellen, die konstant diese Gebäude abklappern, damit man ordentlich Ressourcen kriegt. Denn ihr werdet immer viele Ressourcen brauchen. Man kann zum Beispiel erkennen, dass ich durch die Erkundung auch schon 3 Städte habe. Es gibt neutrale Städte, natürlich auch gegnerische Städte. Und diese neutralen Städte ermöglichen einem natürlich, sein Wachstum von irgendwelchen Einheiten im besten Fall zu verdoppeln. Hier zum Beispiel hatte ich Glück, dass ich 2-mal Forest Stadt bekommen habe. Das heißt, ich kann hier jetzt die doppelte Anzahl von meinen Zentauren, meinen Zwergen und so weiter bauen, weil die andere Stadt ja genau dasselbe bietet. Bei beiden habe ich schon mal die Drachen gebaut und bei beiden kann ich jetzt also auch mehr von diesen dicken Einheiten rekrutieren. Das heißt, damit kann ich auch strategisch gesehen durchs Erkunden meine Einheiten vielfach verdoppeln oder vervielfachen. Und das ist natürlich extrem wichtig, denn ihr wollt natürlich immer den Vorteil haben, damit ihr der KI halt irgendwie ein Schnippchen schlagen könnt und sie besiegen könnt. Das braucht ihr auch in der Kampagne teilweise. Ihr müsst immer sehr gut erkunden, effizient eure Helden verteilen, auch die Helden ein bisschen so als Transportmittel nutzen, um die Einheiten von A nach B zu transportieren, um eben solche Sachen wie diese Wassermühle jetzt einzunehmen, um halt möglichst viel Geld zu bekommen. Das ist essentiell und deswegen ist die Erkundung auch so wichtig. Und man kann es zum Beispiel auch daran erkennen, wenn ich jetzt hier mal nach unten gehe, ich kann nämlich auch durch diese Erkundung jetzt sehen, ach, da kommt ein Gegner. Und ich sehe den nicht erst hier, wenn er schon bei meiner Stadt ist. Ich glaube, das war sogar mal die Stadt vom Grünen. Aber den sehe ich nicht erst hier vorne, sondern weil ich hier schon ein bisschen weitergegangen bin, ob es jetzt mit irgendeinem Helden ist, der mir nicht so viel bedeutet, oder mit meiner Hauptarmee, das ist relativ egal. Ich bin einfach da hingegangen und konnte jetzt schon die ganze Umgebung sehen, kann schon mal sehen, aha, hier kommt jetzt ein Gegner. Das heißt, ich habe schon mal eine Warnung, einige Runden vorher, kann also nachher meine Hauptarmee, die sich gerade hier unten befindet, auch wieder relativ schnell zurückgehen. Ihr seht schon, ich habe schon da oben geklickt, da werde ich schon Panik bekommen haben und gesehen, ups, da kommt ein Gegner schnell zurück. Und das ist der große Vorteil, den ihr habt. Ihr könnt auch sowas wie Portale sehen. Ihr könnt halt sehen, was gibt es noch alles andere an Erkundungsmöglichkeiten, die einen wiederum andere Möglichkeiten bringen. Die Portale führen einen zu anderen Wegen, sodass man weiß, wo kommt man jetzt bei der Karte raus, wo ist der nächste Gegner, was für Gegenstände, die ich vielleicht noch brauche, um mein Set zu vervollständigen, kann ich hier finden.
und so weiter und so fort. Und ihr seht, jedes Gelände ist auch anders immer gestaltet. Natürlich ist es noch immer 25 Jahre altes Spiel, das heißt, es ist auch sehr vollgestopft hier. Das liegt auch ein bisschen daran, dass der Mod halt einige Sachen hinzufügt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was genau alles. Und das ist natürlich für neue Spieler schon eine Herausforderung, aber ich würde sagen, für mich ist das der Grund, warum man dieses Spiel einfach noch immer gespielt haben muss und immer wieder anschmeißen kann, auch nach 25 Jahren, halt durch diese Entwicklung des Mods, aber auch durch dieses komplette überwältigende Kunden. Man hat so viele Möglichkeiten, sich hier auszutoben. Man kann so viele verschiedene Dinge erkunden, so viele verschiedene Strategien auch ausprobieren. Und auch beim Erkunden erlebt man immer was Neues, versucht sich irgendwie ans Limit zu bringen und kann dadurch eben Vor- oder Nachteile erringen, um dann diese Karten zu besiegen. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber genau das macht das Spiel halt aus. Die Szenarien sind dabei natürlich wesentlich aufgeräumter, haben natürlich nicht diesen interessanten, coolen Chaos-Effekt, den halt so eine zufällige Karte hat, wie hier zum Beispiel hier. Das kann man natürlich dann für sich selber abwägen, was man lieber hat. Kampagnen-Szenarien, die sehr ordentlich sind, geradlinig, aber natürlich dann auch einen ganz klaren Fokus haben. Oder eben diese Zufallskarten, wo man wirklich allem begegnen kann und wenn man nicht gerade mit Turnierregeln spielt, auch wirklich die richtige A-Karte gezogen haben kann und einfach schwieriger durch die ganze Geschichte durchkommt. Und dann das dritte im Hauptmerkmal, was Heroes of Might and Magic halt so einem Klotz, so einer Bank und so ein Top-Spiel macht, ist die Entwicklung eures Helden. Durch die Erkundung könnt ihr eure Helden halt zu absoluten Biestern machen. Es gibt hier eigentlich vom Gedankengang her keinerlei Limits, was Items oder Items angeht. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Age of Wonders 4 denke, das ist ja immer so ein bisschen, ja, nichts im Balance. Das machen bitte besser so ein bisschen den Safe gehen, ne, die sichere Route wählen. Das ist ja bei meisten Spielen heutzutage so. Sichere Route, nicht so viel Kreativität da rein. Möglichst sicher, damit auch bloß nicht das Spiel gebrochen wird. Jetzt schmeißt das einfach mal alles aus dem Fenster, an diesen Gedanken, und geht in Heroes of Might and Magic rein. Der Mod macht schon unglaublich viele Imba-Strategien nutzlos, sodass man nicht irgendwie 200.000 Lichs haben kann oder sonst irgendwas. Aber es gibt trotzdem noch so viele kranke Gegenstände und so viele mächtige Dinge, die einen Helden halt zum Powerhouse alleine schon ohne Armee machen. Und ihr müsst auf die höheren Schwierigkeitsstufen natürlich oder Ende der Kampagnen, müsst ihr auch schauen, dass eure Helden auch gut durchgearbeitet sind und sich auch interessant entwickelt haben. Ihr habt ganz, ganz viele Skills, die ich nicht alle durchgehen werde. Ihr habt ganz viele verschiedene Schulen von Magie. Diese Schulen bringen halt dann mehr, hier seht ihr, mehr Effektivität und reduzierte Kosten für Zauber. Jetzt zum Beispiel in der Erdmagie, in der Luftmagie. Und dann gibt es natürlich noch Feuer und so weiter. Und dann gibt es verschiedene Sachen, die geben halt weniger Kosten für Mana. Dann gibt es halt dafür, dass ihr mehr Mana habt und so weiter und so fort. Das ist halt schon mal extrem viel. Wie die Level ausgewählt werden, ist zufällig. Also ihr habt nicht immer garantiert zum Beispiel Erdmagie, nicht immer garantiert Luftmagie. Es gibt je nach Fraktion und je nach Heldenarchetypen verschiedene Neigungen für verschiedene Skills. Ihr merkt schon, allein dafür braucht man wieder einen Doktor, was aber halt genial ist. Das ist das Coole an diesem Spiel. Das ist das, warum es ein Das müsst ihr gespielt haben, ist. Ja, und wenn wir uns jetzt einfach mal die Gegenstände anschauen, ihr seht, euer Held kann sehr viele Gegenstände tragen. Hier sind ein paar geblockt, erkläre ich sofort. Gehen wir einfach mal auf sowas ein. Diese Bücher zum Beispiel geben einen alle Zauber, die es auf allen Stufen gibt. Von der Schule hier zum Beispiel Luftmagie, hier Erdmagie. Denn ihr kriegt nicht in jeder Runde immer alle Zauber. Dafür baut ihr eure Magieschulen aus. Aber ihr müsst halt schauen, wo ihr sonst besonders starke Zauber herbekommt, wenn ihr die nicht gerade bekommen habt. Dann habt ihr zum Beispiel sowas, dass die Erdmagie 50% mehr Schaden macht. Was natürlich auch sehr mächtig ist. 50% heißt, ihr könnt damit mit Implosion, heißt der Zauber, ganze große Stacks einfach ausrotten. Und das ist schon extrem krass. Dann habt ihr sowas wie das hier, und deswegen sind diese Slots nämlich geblockt, ein Gegenstand, der aus mehreren Gegenständen besteht. Das heißt, ihr könnt hier Artefakte sammeln und könnt die dann zusammenbauen und dann habt ihr ein gigantisches, einzigartiges Artefakt, das ihr zum Beispiel ist jetzt irgendwas so Engel angehaucht, die kriegt einen Buff, die ganze Armee kriegt einen Buff am Anfang, durch die Max-Schaden macht und so weiter und so fort. Und ihr könnt zum Beispiel aber auch fliegen. Ihr könnt hier diese Flügel finden, ihr könnt jetzt über Berge fliegen. Das heißt, euch behindert jetzt keinerlei Gelände mehr für irgendetwas. Dann habt ihr natürlich noch tausend andere Sachen. Ich kann jetzt nicht bei allem durchgehen. Es gibt halt mehrere Artefakte, die ihr zusammenbauen könnt. Es gibt wirklich krasse Artefakte, die euch wirklich, naja, sag ich mal, doppelt so stark machen können. Und das ist halt genau das Prinzip dieses Spiels. Deswegen solltet ihr ja so viel erkunden, damit ihr eure Helden zu so krankhaft starken Monstern machen könnt, damit ihr wirklich mit denen alleine schon ganze Armeen ausrotten könnt. Und selbst wenn ihr jetzt zum Beispiel eine kleinere Armee habt, die halt so stark bufft durch eure Attacke und Verteidigung, das wirkt sich ja wie gesagt auf die ganze Armee aus, oder eben durch eure Zauber, die wie jetzt bei mir zum Beispiel Power sehr hoch ist, ganze Armeen durch einen Implosion oder Meteoritenschauer oder sonst was ausrotten könnt.
Ja, und auch damit könnte man natürlich jetzt wieder stundenlang verbringen, euch, welche Gegenstände sind gut, welche finde ich gut, welche sind wirklich gut. Vielleicht erzähle ich auch für irgendeinen Quatsch, aber das würde natürlich viel zu weit führen. Worauf wir uns jetzt letztens noch spezialisieren, ist der Kampf. Wir sehen jetzt unten unsere Armee hier, die ist recht groß geworden. Ihr könnt die auch mixen, wie ihr wollt. Also wenn ihr mehrere Städte habt, ich habe jetzt hier sehr viele Städte, dann könnt ihr natürlich auch von anderen Stadtarten, also anderen Fraktionen, die Armeen hier reinquetschen. Gibt immer so einen Moralbonus, Malus, Entschuldigung. Den könnt ihr aber zum Beispiel mit diesem Artefakt hier aufheben, durch andere Fähigkeiten auch, sodass sie auch miteinander klarkommen, in Anführungszeichen. Und Moral gibt nämlich an, ob ihr Crits machen könnt oder ob ihr früher wieder dran seid und so weiter und so fort. Und das zeigen wir jetzt gleich mal im Kampf. Springen wir für den Kampf einfach mal in ein anderes Safe. Wir haben ja auch einen ganz krassen Zauber zum Beispiel, der euch einfach mal über die gesamte Karte teleportieren lassen kann, wenn ihr einen stark genug Zauber habt. Der ist, glaube ich, jetzt kein so krasser Zauberer, der Crackhack, eher ein Nahkämpfer. Aber der könnte sich theoretisch jetzt von diesem Ort bis hinten zur anderen Karte teleportieren. Da gibt es eine Grenze zu. Da muss man auch ein gewisses Skillgap haben. Ist, glaube ich, auch durch Mod eingefügt worden. Ohne Mod könnte man tatsächlich über die ganze Karte fliegen. Also ich könnte jetzt hin, wo ich wollte, auch zum Beispiel hier in die Ecke, mich hin teleportieren. Achte ich jetzt einen Kampf, kann ich zuerst mal sehen, wie das Ergebnis wäre im Auto-Resolve. Schön, dass es diese Funktion schon vor 25 Jahren gab. Wünscht man sich heute auch. Hat aber zum Beispiel auch Age of Wonders 4. Ich würde sehen, okay, wie viele würde ich verlieren? Wie viele würden die Gegner verlieren? Und dann könnte ich sagen, okay, gefällt mir, nehme ich so mit. Wir wollen aber ja einmal den Kampf zeigen. Das sind 95 Djinns, keine kleine Menge. Wichtig ist dabei vielleicht noch zum Aspekt Erkundung, dass diese Stacks, die da rumstehen in der Welt, natürlich pro Woche auch immer wachsen. Das heißt, ihr müsst natürlich auch dahin gehen, den Druck realisieren. Habe ich hier mal Crackhack zum Beispiel die Möglichkeit als Taktik, die Leute nach vorne zu bewegen. Und dann könnt ihr die mit Taktik, das wäre jetzt ein Skill vom Helden halt, bewegen. Mit Anfang mit der Taktik könnt ihr natürlich ein bisschen nur bewegen. Er ist jetzt Master Tactician. Deswegen kann ich nach ganz vorne gehen, um die armen Djinns halt komplett zu überrennen. Ja, und dann geht ihr einfach auf Start Combat. Jetzt seht ihr unten die Reihenfolge. Das kennt man ja auch schon bei vielen Strategiespielen, die so einen Modus haben, weil es halt von Heroes of Might and Magic kommt, wobei Age of Wonders tatsächlich ein ähnliches Prinzip hier hat und aus der gleichen Zeit kommt. Und ihr habt unten die Reihenfolge an. Das definiert sich darüber, wie schnell sind die Einheiten. Ganz wichtig, auch über euren Helden die Geschwindigkeit zu buffen, damit ihr vorher dran kommt. Weil wer jetzt erst dran ist, gerade bei Held gegen Held, ist es essentiell. Denn die KI ist auch nicht dumm in diesem Spiel. Wesentlich besser als jegliche KI, die ich von heutigen Spielen kenne. Denn die machen auch gern mal so einen genannten Suicide Run. Die kommen mit den Helden an, machen Meteoritenhagel so oft sie können, solange ihre Einheit noch leben, und zerstören sich selber plus deine eigenen Einheiten. Ganz klar wissen, du bist zu stark, greifen die dich dann an und zerstören dir massiv viele Einheiten. Sehr gemein, wenn man solche Probleme hat und solche Gegner gegen einen ankommen. Also ganz viel Mensch eigentlich, ein richtiges A-Loch dann, will ich einfach provozieren und dich fertig machen. Die Djinns sind sehr schnell, deswegen ist mein Vogel nur noch schnell. Würde aber schon reichen, glaube ich, um die jetzt komplett zu töten. Also mit relativer Wahrscheinlichkeit. Wichtig, was ich noch zeigen will, ist halt einfach, jetzt könnt ihr auch mit euren Helden zaubern. Ich habe natürlich jetzt einen sehr fortgeschrittenen Helden. Das heißt, ihr seht, ich habe sehr viel Zauber, die ich jetzt hier anwenden könnte. Ich kann buffen, ich kann natürlich Schaden verursachen. Ich kann einmal pro Runde alle Monster durchgegangen sein. Diese ganze Reihe bis Round 2 muss durchgegangen sein, um nochmal mit meinem Helden zaubern zu können. Und ich habe halt jetzt so einen, ja, nicht so einen super Zauberhelden, das heißt, bei ihm wäre es jetzt nicht so beeindruckend, aber ich könnte jetzt zum Beispiel mal, nehmen wir mal einen Feuerball nehmen und sagen, okay, 205 Schaden, 5 Kills. Wenn ich jetzt einen Magier habe, der wesentlich dicker ist als unser Crackhack hier, könnte ich natürlich auch mit diesem Feuerball vielleicht 10, 20 töten. Kann hier auch immer schön die Stats sehen, aber je nachdem, wie hoch eure Power ist, desto mehr Schaden macht ihr mit den Zaubern. Und so weiter und so fort, und je nachdem, wie stark ich halt im magischen Bereich bin, desto mehr oder weniger ist der Effekt. Und jetzt könnten wir einfach hin. Ihr seht immer, wie weit die sich bewegen können hier. Bewegen. Ich lasse jetzt einmal den Djinn hier angreifen. Leertaste beendet dann den Zug. Und dann ist er jetzt auf meinen Armen die Klopen gegangen, die eigentlich eine Range-Einheit sind. Und dann könnt ihr einfach jetzt die Felder sehen, die ihr euch bewegen könnt, und könnt dann angreifen. Das ist also relativ simpel auch selbst erklären. Natürlich, wenn man jetzt wirklich das Spiel optimal machen will, muss man gucken, okay, wie weit kann sich der Gegner jetzt bewegen? Kann sich im ganzen Feld bewegen. Das ist eine recht schnelle Einheit. Müsste ich abwägen, okay, wo stelle ich meine Einheit hin, damit sie nicht getroffen wird, wo stelle ich meine Fernkampfeinheit hin, damit sie nicht getroffen wird und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach euer Grid immer. Und dieses Grid ist immer gleich, mit einmal pro Runde zaubern, und dann werden einfach alle Einheiten drankommen. Und dann macht man den Kampf so fertig. Und das ist eigentlich das Ganze. Es ist vom Spielprinzip sehr einfach. Das zu meistern ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja, damit hoffe ich, dass ich einen groben, ganz groben Überblick über das Spiel geben konnte. Gerade für Neueinsteiger, die sich vielleicht so an alte, nostalgische Klassiker heranwagen wollen. Oder vielleicht Wiederkehrer, die sagen, hey, Heroes of Might and Magic, das war immer ein richtig cooles Spiel.
das möchte ich doch nochmal spielen, dass ich nochmal gesehen haben, was bietet das eigentlich nochmal, was kitzelt einen da so dabei. Natürlich bei weitem nicht alles erklärt, da müsste man unzählige Tutorial-Videos zu machen oder eben man muss sich selber hineinfuchsen, hineinkämpfen und mal sehen, wie funktioniert das Ganze, wie klappt das Ganze. Der Einstieg an sich ist eigentlich einfach durch die ganz klassischen Rundenstrategie-Geschichten, die wir hier haben, also die Erkundung, die Kampagnen, die leiten einen auch wirklich schön an. Ist nicht so, als wenn man da jetzt total überwältigt ist und direkt alle möglichen Artefaktgegenstände finden muss. Und gerade mit dem End-On Horn of the Abyss könnt ihr so viel mehr Stunden dann nochmal rausquetschen, auch als Veteran. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, müsst ihr das einfach tun. Es gibt so viel hinzu neben diesen zwei Fraktionen, dass ich schon selber gar nicht mehr, wie gesagt, weiß, was es eigentlich zugefügt hat, weil es für mich einfach schon so organisch drin ist. Es fällt auch gar nicht auf. Dieses Team ist halt genial und sollte unbedingt unterstützt werden. Also schaut es euch nochmal an. Hier, wir haben auch immer irgendwas vergessen, das wissen wir, wie diese Kartenausgrabung, man kann so viel mehr noch machen. Man hat auch Hotkeys natürlich am Mass und so weiter und so fort. Und negativ kann man einen Punkt auch noch immer sagen, es ist natürlich der Königsstrategiespiele, aber es ist natürlich dieses Wochensystem, das fand ich früher tatsächlich immer sehr schwierig, auch bei den späteren Heroes of Might and Magic. Dieses Wochensystem ist natürlich sehr do or die. Wenn ich natürlich ein Crack drin bin und weiß, wie ich min-max und so weiter, dann schaffe ich es auch mal mehrere Armeen auszuheben. Aber an sich ist Heroes of Might and Magic natürlich so gestaltet, dass ich eine Armee habe, die wird immer größer. Und wenn ich einmal irgendeinen Kampf habe, wo ich viel verliere und dann nicht neu laden will, dann ist das Spiel eigentlich vorbei. Denn ich kann dann nicht mit den anderen Leuten konkurrieren und werde definitiv auch gegen die KI den Kürzeren ziehen. Außer ich habe irgendwie gerade eine krasse Strategie, was ich ja dann nicht erwarte, weil ich ja sehr viel Einheiten verloren habe. Und damit ist das Spiel oft zu Ende. Das weiß ich früher, als ich ein kleiner Junge war, auch wenn das schon lange her ist, dass mich das schon sehr überwältigt hat und das Spiel immer so ein bisschen, ja weiß ich, das hat mich immer ein bisschen abgeschreckt. Deswegen ist es eigentlich ein Spiel für Herausforderungen, für Reinarbeiten und wo man auch ein bisschen, ja, den typischen Spruch, verlieren macht Spaß, akzeptieren muss. Und das war's schon wieder mit Das müsst ihr gespielt haben, mit einem absoluten Klassiker. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, subscribed oder Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Und danke fürs Zuschauen. Haut rein!